Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr habt richtig gesehen, Panzer werden jetzt individuell angepasst mit dem 6.2er Update. Beziehungsweise können jetzt richtig angepasst werden. Und das ist nicht die einzigste Änderung, die uns jetzt schon gespoilert wurde. Ja, es kommt noch richtig viel auf uns zu und das in den nächsten Monaten jetzt. Und ich muss sagen, es ist wirklich nice, was da geschrieben wurde, was da ja erklärt wurde, gesagt wurde. Deswegen, Leute, würde ich sagen, start mal rein mit den ganzen News. Ja, eigentlich sind es nicht viele Leute, es sind nämlich nur ein paar Sachen. Und zwar, nämlich können unsere Panzer jetzt individuell angepasst werden, zum Beispiel mit diesen ganzen Sachen, die wir schon im ersten Battlefield-Trailer gesehen haben, zum Beispiel, dass Gewehre drauf liegen können, dass da so eine kleine Puppe drauf liegt oder sonst was. Zum Beispiel hier haben sie jetzt auf den Bildern, die sie uns geleakt haben, gezeigt haben, viele Sandsäcke halt drauf, ne? Sandsäck-Umrandungen drauf, beim einen auch sogar noch ein paar Fässer mit drauf und so, beim japanischen ein bisschen Munition mit drauf und Sandsäcke. Also recht interessant, kann man sagen, recht nice sehen die auch schon aus, die momentan ja seltenen Skins. Es sind nicht legendäre oder epische, es sind erstmal nur seltene, wie gesagt, und halt standardmäßige Sachen drin. Ja, leider ist es nicht viel und ja, hier stellt euch jetzt natürlich die Frage, wie können wir die erwerben und wann kommt jetzt raus mit? Wie gesagt, es kommt dann nächste Woche mit zum Update raus am 4. März. Wie gesagt, das ist eigentlich am Dienstag, wenn ich richtig liege. Nochmal nach. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt die auch kaufen und zwar könnt ihr die kaufen entweder mit den Battlefield Coins, Community Coins oder ihr kauft sie mit den mit der Battlefield-Währung, die ihr mit Echtgeld erwerben könnt. Also ist euch überlassen am Ende, ob ihr lieber spielt, euch die erspielt oder ob ihr euch die lieber erkauft. Also ja, eure Wahl, eure Entscheidung. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, der vierte März war es, Leute. Sorry, ist ein Mittwoch. Ne? Am Mittwoch erscheint das Update und wahrscheinlich am 5. wird es dann spielbar sein zu dem neuen Donnerstag-Skin oder was da auch immer rauskommt. Ja, das dazu. Also ihr könnt die, wie gesagt, kaufen und sie kommen, wie gesagt, nächste Woche raus. Ja, eigentlich recht nice, wenn man denkt, dass wir jetzt unsere Panzer individuell anpassen können mit neuen Customization-Sachen, also optischen Sachen. Diese rein, wirklich nur rein optisch da, also da wird jetzt nicht irgendwie was Neues kommen. Dann natürlich fragt euch jetzt, wie wird das aussehen und so. Das könnt ihr euch auch noch angucken. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ne? Die Battlefield 5 News-Seite wohlgemerkt. Ja, es gibt dann halt drei Elemente, die ihr auswählen könnt. Die Lackierung, die wir jetzt momentan schon drin haben. Dann klassisches Design, also Karosserie. Die wird jetzt reinkommen. Und dann noch Kanonen- und Revolveranpassungen. Dazu haben wir jetzt aber hier nichts gesehen. Ja, bin ich aber mal gespannt, was da jetzt noch rauskommen wird. Aber eigentlich so Kanonen- und Revolveranpassungen, das haben wir ja momentan schon drin mit diesem Upgrade, was wir ja momentan machen können bei unseren Panzern und so. Also ich glaube, das meine ich damit. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und ja, das sind die drei Sachen, die wir dann zur Auswahl haben bei den Panzern. Bei Flugzeugen haben sie jetzt nichts geschrieben, aber wird wahrscheinlich auch noch in Aussicht sein, ne? Ja. Das dazu, dann haben sie hier noch geschrieben, wir können dann auch bald unsere Waffen, wie es auch in Apex momentan ja schon Skins gibt, wo wir schon so kleine Figürchen und so dran sehen oder zum Beispiel in Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, da kann man so Schlüsselanhänger oder so an seine Waffen ranbauen und das hat EA jetzt auch und da ist in Battlefield 5 vor, auch so kleine Waffensachen anzumachen, also so kleine Waffen, extra Sachen, Skins daran zu ballern können. Und auch Soldatenhaut soll angepasst werden können mit den nächsten Updates. Und ja, sie haben hier einfach nur geschrieben, dass in den nächsten Rotationen soll das in der Waffenkammer auch erwerbbar sein, beziehungsweise soll da auch freispielbar sein. Und ja, ich bin mega hyped drauf, Leute. Wie sieht's bei euch aus? Könnt ihr mal in die Kommentare ballern, wie ihr drauf gehypt seid jetzt.
diese ganzen Futures anzupassen, auszurüsten, freizuspielen, sonst pipapo. Ja, könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr euch die auch gönnen werdet per Echtgeld oder ob ihr euch die eher spielen werdet. Ja, könnt ihr auch mal reinballern in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Und ja, haut rein, Leute. Habt einen schönen Abend, schönen Tag. Wir sehen uns dann natürlich, wie gesagt, nächste Woche. Donnerstag, wenn wir das spielen können. Vielleicht auch Mittwoch. Keine Ahnung, kommt drauf an, wann wir das spielen können. Aber ich schätze eher Donnerstag, da Donnerstag immer so der Tag war, wo wir was spielen konnten. Erst trotz des Updates vorher erschienen ist oder so. Ja, das auf jeden Fall dazu. Haut rein, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Update in Battlefield 5 wieder. Nein, Spaß. Also auf jeden Fall bis zum nächsten Video, nächsten Livestream. Sonntag wird ein Livestream wieder kommen. Und ja, haut rein. Ciao. Ich bin raus. Und ich wünsche euch wie immer viele schöne Battlefield 5 Runden. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.